Frankie! Adris! Mann! Mein Adris! Ist das deine Karre, Alter? Ja. Steig ein. Als ich vor vielen Jahren das erste Mal Steak Fritz gegessen habe, war es mein ganz großer Traum, ein eigenes Restaurant. Oh la la. Ihr kommt zu spät zu meiner Generalprobe? Übermorgen ist die Eröffnung, da kommt keiner zu spät. Wollt ihr mich verarschen? Wollt ihr das? Übermorgen ist die Presse da und ich muss diese Scheiße auswendig lernen! Dass einige dieser Stadtgorillas in 48 Stunden nicht mehr am Leben sein werden, war so nicht geplant. Das kann man auch nicht planen. Patrice? Geh raus und sag diesen scheiß Nordeuropäern, die sollen sich verpissen. Die wollen auch nur ihr Geld verdienen. Was hast du gesagt? Nichts. Hör mal zu. Wir sind hier in Deutschland. Und hier gibt's eine Ordnung. Und übermorgen kommen meine Gäste. Was sollen die dazu sagen? Na gut, dann gehe ich raus und rede mit denen. Du redest nicht mit denen! Mit Hunden redet man nicht. Hunde schlägt man. Oh, Adris. Wie geht's denn deiner Mutter? Besser? Ja. Morgen. Sind Sie zum Vortanzen gekommen? Nein. Ich wollte frühstücken. Frühstück gibt's ja nicht. Ja, darum habe ich auch welches mitgebracht. Ging ja aber Adris nicht, ist ein bisschen eng bei ihm. Wisst ihr wahrscheinlich alle. Adris, bin ich hier. Das ist eine Freundin. Hallo. Ich bin Bettina. Oder geben Sie Frauen nicht die Hand? Na klar gebe ich gern Frauen die Hand. Wow, wow, wow! Wow, Frankie, Frankie, Frankie. Kann man mal machen hier. Mo. Wow, mit Kunst und so richtig hier, ja? Ein Clown-Elefant. Der ist aber hungrig, ne? Boah, was ist das denn für ein Achse? Aus! Das ist ja mehr ein Pony, Alter. Meine Güte, beißt der? Der hat den Schlüssel gefressen. Ja, der scheißt morgen wieder raus. So viel Zeit haben wir aber nicht, ja? Platon, hast du den Schlüssel gefressen? Hm? Adris, das ist ein Hund, der versteht dich doch nicht. Was ist denn so wichtig an dem Schlüssel? Ist das irgendein Schlüssel zum Schließfach am Bahnhof oder was? Hohoho. Ho, ho. Abführmittel. Yeah. Maus, ist nicht schlimm. Ist alles beim Alten. Das ist die Geschichte einer Freundschaft. Sie beginnt mit Geld. Oder eigentlich beginnt sie mit Geld, das wir nicht hatten. Mein Freund Frankie war verschuldet bei dem Silberrücken Alcatar. Das war nicht komisch. Willst du sterben? Nö! Ich musste für diesen Silberrücken auch noch arbeiten. Das ist keine schöne Arbeit, aber... Nenn mir einen, der keine Probleme hat. Wenn du weitermachst und an das Glück glaubst, dann passiert etwas völlig Unerwartetes und die Sache dreht sich wieder. Und dass einige dieser Stadtgorillas in 48 Stunden nicht mehr im Leben sein würden, war so nicht geplant. Was hast du gesagt? Nichts. Wir machen unser eigenes Geld. Das sieht perfekt aus. Es ist perfekt. Jeder braucht Geld. Verkauf das letzte Hemd für die Karten vom Konzert. Das ist eine verfickte Kriegserklärung. Rede nicht so mit mir, der kleine Conti, was hört doch alles mit. Muss der Chef hier alles wissen? Hier gibt's keine Geheimnisse. Ihr habt doch Frauen, oder? Ihr wisst doch, was passiert. Nee? Und auf einmal hörst du... Was hast du gemacht? Ist das Geld hier? Wäre es eine gute Idee, das Geld hier zu lassen? Nein! Das Geld ist woanders. Wo denn? Woanders. Alle von dem Abriss gefedert und geteert. Wir haben euch vermisst, das ist viel zu lange her. Nimm deine dreckige Schlampe und verpiss dich! Nenn sie nicht Schlampe. Wenn du jetzt gehst, dann brauchst du nie wieder kommen. Man darf nicht in die Knie gehen. Das ist Berufsrisiko. Manchmal muss man genau das machen, bevor man am meisten Angst hat. Weiter, weiter, bitte. In der Todeszone, der ganze Laden feiert.
Ist er jetzt schon tot, oder was? Ja, jetzt ist er tot. Jetzt kannst du ein Lied machen, du Gangster. Yeah.